Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spin Tires Mudrunner. Auch heute sind wir wieder mal Offroad unterwegs und zwar mit diesem schicken Volvo LKW. Und ich habe mir für diese Folge vorgenommen, dass ich einen Tankanhänger hier befüllen werde, denn ich habe noch nicht die Tankstelle hier freigeschaltet, beziehungsweise war da noch nicht. Und die ist ein bisschen entfernt hier von unserem Hauptquartier, das jetzt hier irgendwie zur Werkstatt gewandert ist. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das einfach mal und kämpfen uns heute tatsächlich mit diesem LKW durch den Schlamm. Das wird ziemlich anstrengend, glaube ich. Vielleicht auch zum Zuschauen, ich hoffe nicht. Aber zumindest zum Fahren. Und wird hoffentlich natürlich dann später reichlich entlohnt. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier am besten langfahren. Wir kennen die Map ja schon aus der letzten Folge. Mit dem Lexus bin ich hier mittlerweile zur Stammausgabe gefahren, dass ich schon mal so ungefähr weiß, wo wir dann später die Stämme aufladen können. Und hier muss ich dann... Ja, am besten wäre ich vermutlich oder würde ich vermutlich in die andere Richtung fahren und dann hier abbiegen, ne? Wir gucken mal. Ich fahre mal hier, ich wende mal hier vorne. Mach natürlich mal Allrad an. Und ich denke auch, wir werden ordentlich Sprit hier verbrauchen. Also wir müssen dann auch tatsächlich zur Tankstelle allein schon für uns selbst hier kommen. Weil ich glaube, der Truck wird ordentlich ziehen. Man kommt ja hier nur schwer voran. So, aktuell geht's noch, aber ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Minuten noch verändern. Es ist natürlich eigentlich auch nicht so ganz, also das ist jetzt kein Offroad-LKW. Eigentlich würde man damit vermutlich nicht fahren. Das macht es aber erst spannend, denn das ist natürlich dann auch eine kleine Herausforderung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht muss ich den... Komme ich da durch? Ja, doch, da komme ich durch. Innenraummäßig, also es gibt zwar einen Innenraum, aber so wahnsinnig spektakulär sieht das nicht aus. Ich zeige es euch mal, es ist relativ dunkel. So, und dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, abbiegen. Ja, hier fahren wir rechts und gucken wir mal, ob wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Und ich denke mal, also aktuell kann man es noch. Aktuell kann man noch hier ohne Differentialsperre fahren. Ich muss mal gucken, ob das in Zukunft auch so eine gute Idee ist. Aktuell funktioniert das noch. Oh. Das Ganze ist natürlich wieder mit Reshade aufgenommen, das heißt, so sieht Spin Tires ja eigentlich nicht aus, aber mit Reshade wird das möglich und spätestens jetzt muss ich mal hier reinwechseln, sonst wird das nämlich nichts. Und gucken wir uns mal von vorne an, wie der sich hier durchkämpft. Wow, ziemlich schick, muss ich sagen, ziemlich schick, der Truck. Gefällt mir sehr gut, es gibt leider keinen Kran für diesen Truck, sonst hätte ich damit auch direkt die Baumstämme transportiert, aber... Das ist ohne Kran immer ein bisschen schwierig und das Verladen dann mit anderen Kränen machen wir mal in einer der nächsten Folgen. Ich habe da schon so eine Idee, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Einige von euch haben unter der letzten Folge gefragt, wie denn hier die Map heißt, von die wir hier spielen oder auf der ich hier unterwegs bin. Das weiß ich leider ehrlich gesagt selbst nicht mehr so ganz. Die kommt zwar aus dem Steam Workshop und wäre dementsprechend auffindbar. Ich habe allerdings ein paar Karten installiert und die trägt hier in-game irgendwie so einen komischen Namen. Oben links habt ihr es gerade gesehen. Deswegen weiß ich das nicht. Wenn ihr es allerdings wisst, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich das im Kommentarbereich nochmal ergänzen. So, da vorne scheint die Tankstelle schon zu sein. Es funktioniert doch erstaunlich gut, sich hier durchzuquälen mit dem Tankanhänger. Und dann werden wir den gleich mal auffüllen. Und dann können wir in dieser Folge tatsächlich noch den Mercedes-Benz ready machen. Mit dem ich ja dann später die Stämme abholen möchte. Lange Stämme möchte ich, glaube ich, sogar damit abholen. Das müssen wir noch mal gucken, aber... So. Einmal hier entlang. Also, ich finde, es geht. Bis jetzt schlägt er sich gut. So. Wir haben allerdings tatsächlich sehr viel. Wir haben jetzt fast 100 Liter verbraucht. In ein paar Minuten. Wahnsinn. So. Einmal volltanken, bitte. So, okay. Und der Sattelanhänger soll natürlich auch vollgetankt werden. Mit 3700 Litern. Damit sollten wir gut versorgt sein. Damit können wir dann auch gut zum Headquarter zurückfahren. Guck mal, ob ich jetzt hier rauskomme. Oder ob ich da irgendwie wenden muss. Ob das so eine gute Idee ist, hier lang zu fahren. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wende hier irgendwo. Aber da vorne... Ah ne, ich dachte gerade, da wäre noch eine Flagge. Ein Beobachtungspunkt. Das weiß ich nicht ganz. Ich fahre mal zurück. Ich fahre mal rückwärts. Ich mache mal Automatik. Das ist ein bisschen einfacher.
fahre mal rückwärts und dann versuche ich mal hier im Tankstellenbereich zu wenden. Vielleicht funktioniert das ja so einigermaßen. Ah, noch ein bisschen was geht. Ah, okay, das reicht. Das war jetzt... Ah, wir können sogar den Zaun umschmeißen. Na, dann machen wir es kaputt. Das ist dann einfacher. So, und dann wechsle ich jetzt gleich hier wieder in den ersten Gang mit Differentialsperre. Und dann versuchen wir unser Glück, unser Abenteuer zurück. Aber ich finde, es funktioniert tatsächlich relativ gut. Also, dafür, dass es hier so matschig ist und wir ja auch einen Auflieger noch dabei haben, muss ich sagen, schlägt sich der Volvo hier sehr, sehr gut. Das gefällt mir. So. Und dann können wir damit nämlich später unseren Truck, unseren Mercedes-Benz auftanken, falls der Tank mal leer gehen sollte. Weiß man ja nicht, aber wir müssen ja dann auch Sägewerke anfahren. Und das ist ja dann vielleicht auch eine etwas längere Strecke. Deswegen, ganz werde ich die Map vermutlich nicht spielen, aber zumindest schon mal so ein bisschen was möchte ich rüberbringen. Und das machen wir eben vor allen Dingen mit dem Mercedes-Benz. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dann in den nächsten Folgen auch der Case nochmal zum Einsatz kommt und der Mercedes dann rausziehen muss aus dem Schlamm. Denn wenn der mit Baumstämmen fährt und da voll beladen ist, dann kann das immer schon mal ein bisschen tricky werden. Aber das werden wir sehen. Ihr feiert das auf jeden Fall ziemlich und das freut mich total. Ihr gebt immer fleißig den Daumen nach oben und schreibt auch in die Kommentare. Und was mich gewundert hat, war, dass erstaunlich viele von euch erstens den Lexus kannten und zweitens sich gewünscht haben, dass ich mehr Videos mit dem Lexus mache. Soll wohl ein schickes Teil sein, habt ihr in die Kommentare geschrieben unter der letzten Folge. Ein schickes Teil, mit dem man nicht unbedingt im Gelände unterwegs sein sollte, beziehungsweise unterwegs wäre. Wie gesagt, ich kenne Lexus nicht wirklich, also ich kenne die Marke, aber ich saß da noch nie drin und habe auch sonst keinen Bezug dazu. Aber ich werde es mir mal anschauen nach der Folge und werde mir die Autos dann nochmal näher zu Gemüte führen. Vielleicht ist das ja eine ganz interessante Marke, die tatsächlich auch meinen Geschmack erfüllt, sozusagen, ne? So. Ah, können wir die Differentialsperre rausnehmen. Und Gang rein. Ist wichtig, hier nicht rollen. Und dann versuchen wir es nochmal ohne den Modus. Super, da vorne sind wir nämlich schon wieder. Dann war das ein relativ kurzer Trip. Und dann können wir jetzt gleich am Ende der Folge tatsächlich noch den anderen Truck ready machen. Und dann haben wir, denke ich, wieder eine ganze Menge geschafft und haben den sozusagen einsatzbereit, wenn er dann später gebraucht wird. Dann können wir direkt dahin eilen. Es gibt zwar auf der Karte noch andere Tankanhänger und Tanklaster. Das ist auch gut, aber die sind teilweise so weit entfernt, dass es wirklich Unsinn wäre, damit durch die ganze Karte zu fahren. Deswegen dachte ich mir, machen wir das lieber hier mit dem. Und kurz gucken. Ich glaube, den fahre ich doch da vorne lieber hin. So, und dann parke ich den mal hier irgendwo. So, das wäre Unsinn, damit über die ganze Karte zu fahren. Also hier ist irgendwo einer, der ist ziemlich versteckt, irgendwo in der Prärie. Und hier sind eben noch zwei Tankanhänger. Aber wenn wir hier irgendwo ein Problem haben, dann ist es, glaube ich, sinnvoller, hier direkt den Tankwagen zu haben, anstatt hier oben erstmal einen holen zu müssen. So. Und jetzt das Herzstück, das ist dieses Teil, da habe ich, das habe ich überhaupt nicht dran gebaut, was da jetzt drauf ist. Keine Ahnung, woher das kommt. Das war bei einem Spielstand, ich glaube, seit der letzten Folge, nach der letzten Folge war das einfach drauf gebaut, aber das interessiert uns gar nicht so sehr, beziehungsweise will ich gar nicht haben, denn ich möchte den Mercedes ja dazu nutzen, später Holz zu transportieren. Und dazu muss ich den jetzt mal ready machen und dann werde ich mich, glaube ich, auch in der Folge noch auf den Weg machen zur Stammausgabe. Und gucken wir mal, ob das so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, hier kann ich erstmal noch lang fahren, aber was ich... Vielleicht mache ich das mal so. Kommen wir zwar nicht ganz so flott voran, aber beständiger. Und wir müssen auch gucken, langsam wird es dunkel hier. Das heißt, ich sollte vielleicht mal Licht anmachen. Ist schon relativ hell. Ich glaube, der hat auch... Ja, der hat einen Innenraum, aber der sieht auch nicht so unglaublich spektakulär aus. Wir müssen jetzt hier gleich wieder links fahren. Das Prozedere kennen wir schon.
Und dann werden wir den gleich mal in der richtigen Form hier ausrüsten. Und gucken wir mal. So. Gut. Ach Quatsch. Falscher Gang. So. Dann einmal hier aufs Werkstattgelände und dann wird er jetzt mal ausgerüstet und dann tanken wir auch direkt erstmal nach. Und Reparaturpunkte haben wir auch erhalten. Na super. Also erstmal müssen wir das hier alles abmontieren. Dann möchte ich einen Kran haben. Das geht aktuell noch nicht, weil ich das hier noch montieren muss. Vermutlich. Geht auch noch nicht. Marker. Nee, die brauchen wir, glaube ich, gar nicht. So. Jetzt haben wir hier den. Die Marker brauchen wir nicht. Die sind nämlich, die sehen ein bisschen komisch aus. Ihr habt da gerade diese Vierecke gesehen. Ich weiß nicht, ob das an Reshade liegt oder nicht. Ist aber eigentlich auch egal. Was ist das hier? Ah, Reparaturpunkte bekommen wir damit noch. Dann machen wir mal weiter. Wo ist denn der Auflieger, der Holzauflieger? Das ist er. Den wollte ich haben. Alternativ kann man auch den hier nehmen, aber ich glaube, ich wollte den hier nehmen. Wir gucken uns den mal an. Ja, ich denke, das ist das richtige Teil. Und damit kann man mittellange Stämme transportieren und hiermit kann man Langholz transportieren. Na, ich glaube, ich probiere doch mal Langholz aus und werde mich damit auf den Weg machen. Aber würde ich sagen, machen wir das gleich mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Ich muss nur gucken, dass ich da jetzt nicht hinten rankomme. Wobei, ich kann auch hier links rausfahren, glaube ich. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Genau, fahre ich hier links raus und dann soll es hier zur Stammausgabe gehen. Müssen wir jetzt mal im Dunkeln machen. Aber eigentlich sollte da nichts passieren können. Können wir hier noch irgendwie voll tanken oder so? Nee. Okay, schade. Oh, da ist der Trabi da, oder was das ist, dieses kleine Auto. Ist jetzt mal kurz zur Seite gekickt worden. Aber ich meine, das brauchen wir sowieso nicht mehr. So, und jetzt geht's richtig Offroad los hier. Mal schnell schauen. Ja, die Richtung stimmt. Dann müssen wir irgendwie... Vielleicht wäre es auch sinnvoll, hier erstmal noch rechts... Ich glaube, ich fahre hier erstmal noch rechts... Und dann versuche ich da später nochmal links zu fahren. Könnte die richtige Methode sein, ich weiß es nicht. Wir müssen gucken. Man sieht halt hier wirklich wenig, ne? Aber es ist ein bisschen abwechslungsreicher als in den letzten Offroad-Folgen. Da war ich nämlich immer nur mit einem Fahrzeug unterwegs und habe nur eine Aufgabe gehabt sozusagen. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Das finde ich gut. Oh! Runtime... Error. Das ist nicht gut. Dann ist die Folge hier vorläufig beendet worden oder vorzeitig beendet worden. Das tut mir sehr leid. Aber das ist kein Problem, denn dann werden wir die Tour einfach in der nächsten Folge fortsetzen. Das war es soweit von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz des abrupten Endes. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die nächsten Folgen wieder rein. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Mods oder welche Dinge ich noch so ausprobieren soll. Gab in der letzten Folge schon ein, zwei Vorschläge, aber wenn ihr welche habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!